sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dom dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Mono Black Aggro gegen Show and Tell. Finde ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend. Ist ein Rematch tatsächlich. Hatten wir schon mal auf dem Channel. Ich versuche ja möglichst die Matchups nicht in Rematches enden zu lassen, dass Leute schon mal gegeneinander gespielt haben. Irgendwann lässt sich das halt nicht verhindern und manchmal kriegt man auch Matchups von vor 2 Jahren oder so, die man dann hatte. Yep. Und dementsprechend passiert das halt mal. Das ist halt, wir spielen halt ein kompetitives Format. Hier ist es halt nicht Commander, wo jedes Mal ein anderer Commander gespielt werden kann. Jupp. Ich hoffe einfach nur, dass Mono Black Aggro es hinbekommt, mit einem liegenden Doughty eine Fortis zu zünden, einen Imrakul zu kriegen und dann den Gegner mit seinem eigenen Imrakul plattkloppt. Yes, das ist auch schon vorgekommen. Ihr könnt mal nachgucken. Dinge Delver, beziehungsweise UB Delver. Ja, UB Delver gegen Show and Tell. Ja, ist passiert. Großartiges Matchup. Es hat sich großartig angefühlt und der Show and Tell-Spieler hat es genossen. Lol, da wäre ein Emmy. Da wäre ein Emmy. Jetzt ist die Frage. Ich würde hier knallhart den Emmy nehmen. Ja. Wenn der ein Show and Tell oben drauf versteckt hat. Boah, ich hätte hier knallhart den Emmy genommen. Alleine nur fürs Shuffeln. Er hat so viel Müll auf der Hand. Stimmt, der hätte dann nur noch Schrott auf der Hand. Genau, er hätte nur noch Schrott auf der Hand. Oh, wenn da ein Show and Tell liegt. Ja. Dann aber ist Feierabend. Wird nicht. Sonst wäre hier schon ein Ding gespielt worden. Weil selbst wenn du eine Hymne nachspielen kannst oder irgendeinen Discarder, dann ist das halt schon so, also so ein random Discarder, ist das halt schon Gold wert dann, weil du nimmst ihm dann schön Länder. Ah. Ja. Hier wurde jetzt gefetcht. Ich vermute, jetzt kommt so Ponder, Preordain. Mittlerweile Modern legal, by the way. Ja, total komisch. Ja, echt so. Das ist tatsächlich ein Ponder. Ponder, ja. Da kommt der Ponder. 3, Zauberei. Und das sieht nach Shuffle aus. So schnell, wie man da wieder draufgelegt hat, sah das nach Shuffle aus. So, eine Menge Länder auf der Hand. Yes. Und genau, auf der anderen Seite, Mono Black Aggro, das kann halt schon was geben, tatsächlich. Da kann halt jetzt. Also wenn du jetzt einen Discarder hast, nimmst du Safe Enemy. Ja, aber ich glaube, so viele Discarder sind im Deck gar nicht drin. Ich glaube, man kann jetzt mit Grief und Reanimate vielleicht was machen. Grief, Reanimate, ja. Aber ich glaube, Hym ist in dem Deck gar nicht mehr drin. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob es überhaupt drin war, aber selbst dann Grief wäre eine Option. Dann hast du immer noch die Option jetzt ein Turak mit, also wenn jetzt ein Dark Red Turak. Dark Red Turak, wenn er drin ist. Also es gibt viele Optionen. Hat man nur ein Land? Nee, da ist, noch da ist auf jeden Fall ein Duel auf der Hand. Da ist noch ein Land. Wasteland. Spannend. Da ist. Es macht keinen Unterschied. Nee, Wasteland ist halt aktuell echt keine gute Karte, weil das Land halt nichts macht. Nee. Du siehst, der Gegner hat die Hand voll mit Stuff. Grief. Okay, da hätte ich. Oh, das war ein guter Hit. Ui, ui. Das war ein guter Hit. Da würde ich jetzt einfach das Show and Tell wegnehmen. Ja. Wenn der Glück hat, hat er noch ein Reanimate. Das würde den Play implementieren, meiner Meinung nach. Mhm. Weil ansonsten ist es halt super, super weird. Das ist ein Inquisition, glaube ich. Dann nimmst du den Imrakul. Ja. So und dann Inquisition. Und Inquisition den Ding, den Show and Tell und dann Wasteland und dann Go. Ist halt. Boah, der hat nur noch Rotz auf der Hand. Leckung. Aber du hast auch kein Gas, das ist die andere Sache. Genau, das ist die andere Sache. Deswegen, ich hätte hier wahrscheinlich sogar wirklich eher versucht, nicht die Ding zu spielen, die Einöde, also das Wasteland, sondern das Duel von der Hand. Ich hätte wahrscheinlich einfach das Duel runtergedroppt. Ja. Weil du wirst, das Wasteland setzt dich halt selber nach hinten. Du machst selber nicht viel damit. Ja, dann schmeißt mal dein einziges Out weg. Und, man hat jetzt selber nur noch 2 Handkarten, 1 Handkarte, 3. Ja, man will halt eigentlich auf die Länder kommen. Ich glaube, ich habe eine Sheoldred noch gesehen. Deswegen, das Wasteland hier macht halt wirklich nicht viel. Du siehst, dass der nur Länder auf der Hand hat. Das macht keinen Unterschied. Ne, macht keinen Sinn. Unterschied macht es einen großen für dich. Für dich, ja. Für ihn nicht. Darkrid ist ein sehr guter Draw. Wenn der jetzt natürlich die Sheoldred hat. Ja, kommst mit Darkrid, Sheoldred weiter. Das ist korrekt.
Wenn der dann muss er schon, dann der muss war das schon sehr lucky. Theoretisch yes. sogar kein Trippen. Yes, Sir. Bisschen glücklich, aber sehr, sehr stark. Wenn der Showenthal-Spieler jetzt wirklich geforst ist zu Cantrippen, ist halt jetzt echt schon. Ui. Hm. Gehst du wieder auf 20. Yes, für den Draw. Puh. Wenn du Discard hast, 2 Unknown würde ich droppen. Safe. Ja, ja. Wenn ich einen Discard hätte, würde ich droppen. Das ist, glaube ich, ein Bowmaster, der auf der Hand ist. Oh. Das heißt, wenn hier gecantrippt wird, dann tut es richtig weh. Also hier so ein Ponder tut dann echt schon weh, das stimmt. Ja. Den würde ich End of Turn spielen. Ja, er verändert die Clock tatsächlich. Deshalb würde ich das auf jeden Fall spielen. Der macht 2 Schaden, die She-Altered macht. Das ist ein Edict noch auf der Hand. 4. Edict Bowmaster. Ja, ich hätte auf jeden Fall die 2 Damage. Wären Turn weniger, ja. Ja. So, was ändert da jetzt gerade erstmal noch nichts? Noch nicht. Hm. City. Kommt da ein Ponder? Preordain. Preordain, Bowmaster. Ja, Bowmaster rein, 2 Damage drauf, 1 Damage da, das geht auf 1. Du hast keine Wahl. Mach es. Er kann halt oben drüber nicht brainstormen, weil Brainstorm tötet ihn halt für 6 Damage. Jopp. Und schon steht er und denkt sich, are you fucking kidding me? Vor allen Dingen, der kriegt jetzt 6 Damage? Nee. Nee, 4. 3. 4 Damage, ja. 4 Damage? Ja, geht auf 1. Dann kommt der Dings. 2. Da haben wir noch einen Showenthal, aber ich weiß nicht, ob das nicht schon zu spät ist. Ja, kommt drauf an, wenn der jetzt noch einen Emmy reinlegt, dann lässt er den wegopfern. Also ein Grusel-Daddy bringt ihm halt auch nicht viel. Deswegen hat er noch das Sack-Outlet auf der Hand. Und es ist ja tatsächlich Showenthal. Es ist kein Omnitail, es ist kein Sneak and Show. Ja, stimmt. Da nee, es ist ein Sneak and Show eher. So ist es richtig. Ja, ja. Zack hat ja auch tausende Namen, weil tausend kleine Variationen. Showenthal spielt manchmal 1 bis 2 Omniscience. Sneak and Show. Ich müsste es eigentlich theoretisch besser nennen als Sneak and Show, weil es hat nur Sneak Attack und Showenthal. Es hat kein Omniscience drin, soweit ich weiß. Da kommt das Showenthal. Da gibt eigentlich keine Version. Grusel Daddy wäre gut. Selbst wenn, dann lässt Monoblack Aggro den Turn verstreichen und du ziehst und bist tot. Ja. Das ist halt um. Das ist rum. Ja, Sideboarding, namens Sideboard. Boah. Ich weiß gar nicht, was Show and Tell da reinboarden will, ehrlich gesagt. Meiste Leylines, wenn sie da haben. Ja, aber die spielen, glaube ich, nicht. Ja, manchmal spielen sie nicht in Show und Tell. Schwierig. Und Monoblack Aggro wüsste ich auch nicht, wie mit Karakas, wenn es eins im Sideboard ist. Karakas, Removal, Sack Outlets, ja, wenn die im Sideboard noch sind. Ja. Die Pushs können raus. Die Pushs können raus, das ist auf jeden Fall richtig. Man kann Fetus Swarm reinnehmen gegen Sneak Attack. Ja, man kann Fetus Swarm reinnehmen. Wenn die im Sideboard dann rumlungen, dann kann man auch mal einen Turok reinnehmen. Ja. Kicker ist halt auf dem Cast. Das ist ein bisschen doof. What the hell? Okay, ich hab gerade. Surgical können rein. Ja. Wenn man den Platz findet. Ja, das stimmt. Du hast genug Discard, als dass es sich rentiert. Ja, das Problem ist halt, seit die Targets nicht mehr so relevant sind. Also, weil halt auch sowas wie die Atraxa oder der. Ich würde nicht auf die Kreaturen gehen. Genau, du gehst auf die Spells, da wollte ich gerade drauf hinaus. Seitdem geht's. Früher konnte man halt einfach Discard, Grizzle Daddy. Surgical Grizzle Daddy, go. Jo. Das geht halt nicht mehr. Und Showenthal hat Surgical reingebracht. What? Spannend. Gegen was? Das. Gegen Grief Reanimate. Ja, Grief Reanimate, das kann sein, aber. Aber das ist die einzige Chance, die ich da sehe, dass da was passieren könnte. Spell Pierce? Flamestorm? Ja. Spannend ist, dass man hier auf ein Duel geht, auch wenn man Wastelands gesehen hat. Wirklich spannend. Ist die Frage, ich kenne das Fetchland, ist das dort rot-blau? Nee, blau-schwarz. Blau-schwarz. Okay. Rot-irgendwas wäre die Frage gewesen. Mhm. Brainstorm, ja.
Dann 1, 2, 3. Da ist ein Archon. Da ist ein Archon, ja. Stimmt, die spielen ja mittlerweile auch. Oh, die spielen genau, so Archon, Atraxa, Daddy und Mama Tentakel. Man muss halt sagen, ich finde Mono Black Aggro oder generell die Mono Black Listen sind gegen Showtell immer ein Vorteil, wenn die anfangen. Ja, absolut. Weil sie halt Thoughtseason können, weil sie halt nicht in diesen Brainstorm-Quatsch reinlaufen. Zweite Runde hymnen, dann soll er doch brainstormen. Du hymnst ihm trotzdem zwei Karten weg, er ist hinten dran und dann gehst du halt durch. Jupp. Das ist halt wirklich eine solide Strategie. Und ja, das läuft auch ziemlich gut normalerweise da. Zeigt er ihm nur Länder oder zeigt er ihm ein bisschen Days? Spannend. Spannend, dann hat er wirklich was zu beschützen. Ja, mit dem Archon, vielleicht hat er einen Schonteil. Das wäre jetzt halt strong. Boah, das Archon in den Schonteil reinzulegen, ist halt auch so ballsy. Weil wenn der Gegner eine Kreatur da reinlegt, dann opfert der die einfach weg. Ja. Ah, ich glaube, da ist ein Grizzle-Daddy und eine City und ein Archon. Ach, das ist halt nicht so viel. Aber das Archon kann ja fast schon hardcasten. Ne? Go! Kein Land gelegt. Die Dinge, genau, ist kein Land gelegt, obwohl das erste sehr nach Land eigentlich aussieht. Bowmaster. Yes. Grusel-Daddy macht jetzt 14 Schaden. Ja, das knallt. Das ist spannend. Eieieiei. Mhm. Das ist ein Doughty gewesen. Das ist halt auch interessant. Ja, ich sag mal, vom Prinzip her bist du halt jetzt langsam in der Agro-Position, dass du es halt anfangen ganz kaputt zu prügeln. Du brauchst nur einen Fortsees, dann kannst du den Doughty legen, machst Fortsees, nimmst den Archon und wenn der irgendwas macht, dann spielst du halt einfach den Archon, weil der wird den Grusel da dir reinlegen, den wird der nicht minusen. Mhm, das stimmt. Und der muss den wegopfern. Das stimmt. Also, der hat den Doughty nicht gespielt. Ich glaube, man hat hier zu viel Angst vor sowas wie Sneak Attack into Ban. Ja, ja, also meine. Das ist aber kein Discard. Mein Kommentar war ja auch zur Sache, wenn ein Forces auf der Hand ist, weil dann guckst du dir die Hand an und weißt, was Phase ist. Aber hier war kein Forces. Da war, ja, Opposition Agent ist fast genauso gut. Ja, tut ähnlich weh. Vor allen Dingen sind dort jetzt 5 Schaden auf dem Board und das wird mittlerweile dann auch schon schwierig. Noch ein Land. Fetches sind raus, ansonsten tangiert das, glaube ich, nichts. Tatsächlich gibt es manchmal diesen, wo du 3 Karten raussuchst. Intuition? Intuition, genau. Die gibt es manchmal in den Decks drin. Hast noch ein Emmy auf der Hand. Alle Kreaturen der Welt auf der Hand. Ja, ein Showtell und du guckst richtig in die Röhre, ne? Ja. Also als Mono-Black-Spieler. Sneak Attack wäre halt auch sehr gefährlich. Sneak Attack ist auch sehr gefährlich, ja. Vor allem mit dem Soulland auf der Hand. Soulland auf der Hand. Ja, absolut. Absolut. Deswegen, also das ist schon krass. Aber Sneak Attack kann er sich auch selber mittricken, weil wenn der Sneak Attack spielt und den Emmy reinlegt, würde ich alles opfern, bis auf den Doughty. Ja. Und dann sackt er den Emmy in den Doughty rein und dann drehst du den Spieß einmal um. Ja, oder generell ist ja scheißegal, welche Kreatur. Wasteland ist gut. Oh ja, Wasteland schneidet von Sneak Attack Plus ab, zumindest so mit dem jetzigen Board State. 8. Noch 3. Das ist halt schon sehr, sehr eng. Mit 3 Leben da noch rauszukommen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Der hat auch nichts mehr gezogen. Ne? Ja. Da ist noch ein Reanimate auf der Hand. Das ist nichts. Ja, 2-0, da wird Mono Black, Aggro, krass. Showtell hat nichts gefunden. Nichts gezogen, nur Dudes und nichts zum Mauszecken. Krass. Ja, sehr, 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 sehr cooles Match, wenn ihr mich fragt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten den Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.